Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hörbar? Englisch lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss. Die große Box für kleine Englisch-Einsteiger. Band 1 bis 3. Eine Rezension von Dieter R. Fuchs. Von Ingo Siegner, Sprecher Philipp Scheppmann und Robert Metcalf. Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell kann man behaupten, dass einige der schönsten Reisen im Kopf stattfinden. Gerade für Kinder im Vorschulalter wird das jeder aufmerksame Erwachsene bestätigen, der einmal deren strahlende Augen beim Lauschen einer spannenden Geschichte beobachten durfte. Es grenzt für uns, die von vielleicht zu viel Realität und eigenen Erlebnissen geprägten Alten, fast an Zauberei, was für lebendige Bilder und Fantasiewelten manche Erzählungen bei unseren Jüngsten aufblühen lassen. Immer wieder wollen sie hineinhören, denn jedes Mal gehen sie auf eine neue Reise in eine andere, bunte Welt voller Wunder, vor allem, wenn wirklich kindgerechte Inhalte auch noch brillant vorgetragen werden. Der Kinderbuchautor Ingo Siegner ist so ein Zauberer, den wir seit vielen Jahren mit seinen Geschichten um den kleinen Drachen Kokosnuss spielend leicht gelingt. Der kongeniale Sprecher Philipp Scheppmann, der dem kleinen Drachen und dessen Kumpanen von Anfang an in Hörbuchfassungen sowie Verfilmungen seine Stimme leiht, setzt das Geschriebene auf perfekte Weise in Szene. Auch in der auf diesen Kinderbüchern aufbauenden Reihe Englisch lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss, die hier vorgestellt werden soll, haucht Scheppmann dem Geschehen wieder pralles Leben ein. Verstärkt wird er hierbei durch den Native Speaker Robert Metcalf, dem dies in der Figur von Robert, dem Au-pair-Freund des kleinen Drachen, für die englischsprachigen Teile ebenfalls sehr einfühlsam gelingt. Um es gleich vorweg zu sagen, die drei Episoden präsentieren sich nicht als trockener Lernstoff, sondern gefühlvoll dosiert als eine erste Annäherung und Einführung in die englische Sprache, ohne aufgesetzt wirkenden, bedrängenden Bildungsdruck, sondern spielerisch leicht und sympathisch unaufdringlich. Die drei Hörbücher erzählen jeweils ein spannendes Abenteuer, in das mehrere Sprachlektionen harmonisch eingebettet sind. Eine besondere Rolle übernehmen eingängige und kurze Lieder zum Mitsingen. Der Erzähltext ist in Deutsch gesprochen, sodass auch für absolute Englischanfänger keine Verständnisprobleme bestehen. Zum Nach- und Mitlesen finden Kinder und Eltern im beiliegenden bunten Booklet noch einmal alle Vokabeln und Liedtexte abgedruckt. Hören wir doch gemeinsam zur Einstimmung kurz hinein. Kokosnuss rennt schon los. Oh ja, ein Lied! Bitte, Robert, please! Okay, here we go. Your name is Coconut. And now you. My name is Coconut. You're a little fire dragon. I'm a little fire dragon. Good. And you're 6 years old. And I'm 6 years old. Very good. Hey, today is your first day at school. Today is my first day at school. Great. You're doing very well, Coconut. Yes, I'm doing very well. I'm the little dragon Coconut. He's the little dragon Coconut. And I'm learning English. Yes, I am. And I love English.
Yes, I do, but I'm not very big. No, I'm not. I'm the little dragon coconut. The little dragon coconut. Also mich begeistert dieser kleine Song mit Ohrwurmpotenzial. Auch hinsichtlich des englischen Vokabulars zum gefälligen Einstieg. Aber kommen wir vor einer Analyse erst einmal zu den Handlungen und Inhalten selbst, um die es geht. In der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, holen dessen Eltern Robert Robertson von der Insel Britannica zu seiner Unterstützung beim Englischlernen ins Haus. Gemeinsam mit ihm meistert Kokosnuss auch den ersten Schultag, lernt neue Freunde kennen und entdeckt, wie viel Spaß die englische Sprache macht. Spielerisch werden bei dieser Geschichte erste Vokabeln aus den Bereichen Begrüßung, Alphabet und Zahlen vermittelt und durch Wiederholungen vertieft. In »Hab keine Angst« begleitet Kokosnuss britischer Kumpel Robert den kleinen Feuerdrachen und seine Freunde auf eine abenteuerliche Suche nach dem sagenhaften Piratenamulett. Wie gut, dass Robert so gut Englisch kann. Mit seiner Hilfe können die Drachenkinder nicht nur überall nach dem Weg fragen, sondern auch die Uhrzeit erfahren und die verschiedensten Farben benennen. Damit werden diese drei weiteren Vokabelgruppen eingeführt. In »Schulausflug ins Abenteuer« plant Lehrer Bronco Blumenkohl einen Besuch bei Pilztals. »Das wird bestimmt langweilig«, denkt Kokosnuss. Doch dann kündigt Robert, Kokosnuss englischsprachiger Freund, seinen Besuch an und kommt mit. Mit viel Witz und Humor zeigt er den Drachenkindern, was es im Wald alles zu entdecken gibt und welche Namen die Pflanzen und Tiere in seiner Muttersprache haben. Auch die Tages- und Mahlzeiten kennt Kokosnuss schon bald in englischer Sprache und so werden drei weitere Vokabelgruppen erlernt. Aber es warten noch ganz andere Herausforderungen auf die kleinen Sprachschüler. Lehrer Blumenkohl ist zwar ein kluger Biologe, aber von Gefahren wie Treibsand, tiefen Schluchten, Würgeschlangen und unheimlichen Wesen hat er gar keine Ahnung. Ein Glück, dass er mit Kokosnuss, Oscar, Mathilda und Robert so erprobte Abenteurer an seiner Seite hat. Was uns zu den Protagonisten der drei Geschichten führt. Den Fans von Ingo Siegners Kinderbüchern sind sie natürlich schon bestens bekannt, aber dennoch sollte man sie in einer Rezension noch einmal kurz vorstellen. Der zentrale Held ist natürlich Kokosnuss, den seine Eltern so nannten, weil er bei der Geburt nicht größer war als eine Kokosnuss. Er ist ein junger Feuerdrache, den das Feuerspeien schon aus so mancher brenzligen Situation gerettet hat. Unter seinen Klassenkameraden gilt Kokosnuss als Spätzünder. Sein Selbstbewusstsein hat deshalb einen kleinen Knacks. Was andere sagen, glaubt Kokosnuss nicht. Er muss sich immer erst mit eigenen Augen überzeugen und seine eigenen Erfahrungen machen. Seine Neugierde lockt ihn ständig in neue Abenteuer und er denkt meist erst über mögliche Gefahren nach, wenn er schon mitten im Schlamassel steckt. Eine perfekte Identifikationsfigur also für die Zielgruppe dieser Kinderbücher. Oscar kommt aus der Familie der Fressdrachen und ist Kokosnuss bester Freund. Er gilt als Schande für seine Gattung, denn er hat eine Fleischallergie und lebt daher vegetarisch. Dass er deshalb unter den Fressdrachen als Außenseiter gilt, stört ihn aber nicht weiter. Dann hat man wenigstens seine Ruhe. Auch sonst ist Oscar ziemlich unerschrocken und hat vor nichts und niemandem Angst. Sagt er zumindest. Außer vor Spinnen und allen möglichen anderen Tieren, die man nicht sofort sehen und einschätzen kann. Mit seinen gefährlichen Reißzähnen ist er ein guter Beschützer für Kokosnuss,
sofern er nicht durch etwas zu essen oder den Gedanken daran abgelenkt wird, was aber meistens der Fall ist. Mathilda ist ein Stachelschwein und die beste Freundin von Kokosnuss. Weil sie aus dem Dschungel kommt, ist sie die absolute Überlebensexpertin. Sie kennt sich auf vielen Gebieten aus und kann Kokosnuss mit Rat und Tat sowie einer Riesenportion trockenem Humor zur Seite stehen. Wenn Kokosnuss etwas vorhat, lässt sie sich schnell begeistern und macht auch dann mit, wenn ihr die Stacheln schlottern. Im Gegensatz zu Kokosnuss kann sie aber Gefahren recht gut einschätzen. Mathilda hat die Gabe, in allem etwas Positives zu sehen. Selbst wenn die Freunde in einer ausweglosen Situation sind, kann sie noch etwas Gutes daran feststellen. Robert spielt eine besondere Rolle hier in den Englisch-Lerngeschichten. Als Au-pair wirkt der Jugendliche schon ziemlich erwachsen im Vergleich zu seinen kleinen Freunden. Über ihm liegt ein Geheimnis, denn außer, dass er nicht von der Dracheninsel, sondern von der Insel Britannica kommt und den anderen ständig die englische Sprache nahebringt, erfährt man recht wenig über ihn. Diese zentralen Charaktere weisen wie fast alle Nebenfiguren eine Gemeinsamkeit auf. Sie sind bewusst mit kleinen Macken angelegt, wirken skurril, aber sympathisch, immer wieder überraschend und sogar nicht stereotyp. Keiner verbreitet Schrecken. Alle bereichern die Geschichte auf ihre individuelle Art und durch ihre für Vielfalt und Toleranz stehenden, nicht auf Perfektion bedachten Persönlichkeiten. Eine lehrreiche Werbung für einen harmonischen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung, Herabsetzung oder Anmaßung Fremdem gegenüber. Damit sind wir schon mitten in der Bewertung der didaktischen und pädagogischen Qualität dieser Sprachhörbücher. Neben der soeben schon angesprochenen, sehr gelungenen Betonung eines guten Miteinanders begeistern die vielen kleinen Lernelemente zu verschiedensten Bereichen. Fast unmerklich baut Ingo Siegner Begriffe, beispielsweise zu Wetter, Seemannskunde, Tier- und Pflanzenwelt sowie Mahlzeiten ein. Und der doppelte Robert, Metcalf alias Robertson, präsentiert auch gleich die englischen Begriffe dafür. Alles kommt ohne erhobenen Zeigefinger daher, sondern wird geschickt mit Handlungen verwoben, die von originellen Einfällen und spannenden Erlebnissen nur so strotzen. Neben allen diesen Ingredienzen kommt in den geradlinig erzählten Episoden Humor und witzige Details nicht zu kurz. Was ich für Vor- und Erstschulkinder als besonders wichtig und gelungen erachte, denn diese sollen weder überfordert noch in Albträume gestürzt werden. Mit derselben Sorgfalt ist auch Art und Umfang des dargebotenen englischen Vokabulars gewählt. Ein wichtiger Aspekt für verantwortungsbewusste Eltern, die sich Gedanken darüber machen, wie ein sehr frühes Heranführen an eine Fremdsprache überhaupt zu beurteilen ist. Wer die Fachdiskussion der letzten Jahrzehnte über Sinn und Unsinn einer gezielt zweisprachigen Erziehung im Vorschulalter verfolgt hat, der weiß, dass hierzu noch immer mancher Dissens besteht. Einig sind sich die Experten inzwischen aber darüber, dass frühes, behutsames Heranführen an eine Fremdsprache nicht nur sprachlich positive Effekte hat. Auch Kompetenzen wie Kreativität und Differenzierungsfähigkeit werden gestärkt und Entwicklungssprünge im Denken und Handeln bis hin zu mehr Einfühlungsvermögen gegenüber anderen Menschen wurden in Studien nachgewiesen. Die Max-Planck-Forscherin Pauline Schröter fasst es prägnant zusammen. Ein Blick über den Tellerrand kann in keinem Alter schaden.
aber sie bremst auch beim Tatendrang zu ambitionierter Eltern, denn aus der spielerischen Annäherung an eine Fremdsprache sollte kein Lerndruck werden. Zitat: Ein Kind hat genug Aufgaben in seiner normalen Entwicklung zu bewältigen. Wenn es keine Notwendigkeit gibt, so früh eine andere Sprache zu lernen, dann sollte man das auch nicht erzwingen. Der Spruch, je früher, desto besser, ist sowieso überholt, denn zum Fremdsprachenlernen ist es nie zu spät. Zitat Ende. Mein Eindruck ist, dass die Box Englisch lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss diesen pädagogischen Rahmensetzungen außergewöhnlich gut gerecht wird. Was sicher auch dem beruflichen Werdegang des Autors geschuldet ist. Ingo Signer war früher als Kinderbetreuer bei Familienreisen tätig und konnte so aus eigener Anschauung die kindlichen Reaktionen auf Fremdes und Neues studieren. In einem Interview sagte er einmal, Zitat: Reisen heißt, die Welt mit einem kindlichen Blick zu sehen, weil man auf Reisen Dinge nicht gleich einordnen kann und erst ergründen muss, um sie zu verstehen. Wer also reisen will, der kann auch vor die Haustür gehen, sofern er bereit ist, das Neue zu sehen. Wer so reist, bleibt ein bisschen Kind. Zitat Ende. So schließt sich der Kreis dieser Rezension, deren Text mit der Metapher von schönen Reisen im Kopf startete und deren Gesamtfazit man auch mit einem solchen Bild beschreiben kann. Die amüsanten und spannenden Abenteuer des kleinen Drachen Kokosnuss gewinnen in dieser zu einer lehrreichen Version für kleine Englisch-Einsteiger erweiterten Fassung viel zusätzlichen Reiz. Ingo Signers Geschichten und die ausgezeichnete sprachliche Präsentation durch Philipp Scheppmann und Robert Metcalf nehmen die Hörer auf wundervolle und lustige und gleichzeitig behutsam bildende Reisen in fremde Welten mit. Und dies gilt nicht nur für Kinder ab 5 Jahren, sondern auch für alle Erwachsenen, die sich ein im positiven Sinn kindliches Herz bewahren konnten. Na klar. Coconut, you have learned so much English. Listen. 1, 2, 3, 4, 5. And then? 6, 7, 8, 9, 10. Good. A, B, C. The alphabet? That's easy. Okay, what's this? C O C O N U T. C O C O N U T. Coconut. Well done, Oscar. Coconut? Hey, that's me. Yes. And it was your first day at school. I've learned so much. What do you think, Oscar? School is cool. He's the little dragon coconut. The little dragon coconut. And he's learning English. Yes, he is. And he loves English. Yes, he does. But he's not very big. No, he's not. He's the little dragon. Sie hörten Hörbar? Englisch lernen mit dem kleinen Drachen Kokosnuss, die große Box für kleine Englisch-Einsteiger, Band 1 bis 3 von Ingo Signer. Eine inszenierte Lesung mit Musik, empfohlen ab 5 Jahren. Sprecher der Lesung sind Philipp Scheppmann und Robert Metcalf. Eine Rezension von Dieter R. Fuchs, gelesen von Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.